So scheint diesmal alles auf einen Alleinflug der Stadt Nummer 10 hinzudeuten. Hinter dieser Zahl sitzen die Heeresflieger Otto Brauer, 35 Jahre, und sein ein Jahrzehnt jüngerer Co. Hans Köpke. Brauer war schon zweimal deutscher Meister, brachte bisher über 5150 Stunden in den Lüften zu, das ist fast ein Dreivierteljahr, und ist hier bei den Weltmeisterschaften Geheimtipp. Selbst die geforderten 100 Stunden Ausbildung bei der Bundeswehr reichen kaum aus. Wie rasant und herrlich die Jagd durch die Tore aussehen kann, zeigen uns die ersten Hubschrauber-Weltmeister. Hubschrauber-Weltmeister 1971, Otto Brauer und Hans Köpke, Heeresflieger aus Fritzlar.